Aber wo finden? Riesiger Hausmeister-Service-Bereich, Alter, und hier ist einfach nichts. Gar nichts. Finde ich denn hier so eine verkackte Sicherung? Es kann sich nur um Stunden handeln. Naja, gut, wir können nicht überall hin. Das ist der Vorteil. Ja, verschlossen. Funktioniert das wenigstens? Nö. Nö. Map, 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 map. Ich kann ja mal nach oben gehen. 0180. Ja. 0180. Probieren wir das doch gerade schnell aus. Null. Eins. Acht. Null. Komm, Bingo, Bingo. Och Mann. Mist. Ich laufe mal wieder in eine falsche Richtung. Ach, egal. Darf er wohl hier bald nicht mehr wahr sein. Ich brauche immer noch eine frische Hose. Nun, 180 habe ich ausprobiert. Hat nicht geklappt. Das ist ja der Mist. Ich weiß, ich laufe gerade ziemlich dusselig durch die Gegend, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Na, die finden. Ach, eine Münze! Oder? Ja, Münze. Perfekt. Können wir gebrauchen. Jetzt haben wir schon 17. Eieieiei. Finde ich gut. Und was haben wir hier? Ach, ne, nicht nur. Oh nein! Warum so viel Text? Guten Abend, vielen Dank, dass ich persönlich kontaktieren durfte. Ihr Verleger sagt, sehr daran interessiert sei, von mir zu hören. Es scheint, gemeinsames Interesse zu haben. Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, das ultimative Holmes-Touristenerlebnis zu schaffen, indem ich das World's Fair Hotel originalgetreu nachgebaut habe. Wir haben noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet. Da haben wir noch letzte Hand anlegen müssen. Ich bin der Meinung, dass ein Mann mit Ihren Kenntnissen von der offiziellen Eröffnung unschätzbare Einblicke geben können. Daher lade ich Sie ein, das Hotel Wochenende zu besuchen. Das Erlebnis. Ach, das haben wir schon gelesen. Mit den Gästen. Das haben wir schon gelesen. Direkt am Anfang. Ich will nicht viel sagen, aber ich weiß gerade echt nicht, wo ich hin muss. Oder was ich tun muss. Hier vielleicht irgendwas? Ach, das hat doch hier unser Heini schon aufgemacht. Das haben wir aber auch schon gelesen. Auch nicht in der. Tja. Schön wieder zumachen. Himmel, Arsch und Zwirn. Irgendwie muss es doch hier weitergehen. Da kam ich her. Oder kam ich hierher? Achso, Doppeleingang, alles klar. Psst.
gehe wieder zurück, Arschlecken. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Egal, ich gehe jetzt erstmal mir eine andere Hose anziehen und dann machen wir weiter. So, da sind wir wieder. Mit einer frischen Hose. Und ich weiß jetzt auch, wie der Code ist. Ich habe zu meiner Schande, muss ich sagen, ich habe im Internet nachgeguckt. So. Auf dem stillen Örtchen. Und wehe, das ist jetzt nicht der passende Code. So, das war irgendwie 0451 oder sowas so. 0. 4. Soll wohl irgendwo in den Rechnungen ganz oft aufgetaucht sein, aber da ich ein Dulli bin. Das darf nicht wahr sein. Gott sei Dank! Etwas aus diesem Jahrhundert! Yay! Okay. Wo fangen wir an? Universität. Nein, ich will da weitermachen. So, wir müssen. Wir müssen unten rechts auf jeden Fall anfangen. So, diesen. Diesen. Diesen jenen. So, von dem nach dem. Dann diesen und dann. Na, bis wohl. Richtig? Bitte, bitte, nicht in die Luft fliegen. Yeah, wir haben wieder Strom! Oh ja, aha, oh yeah! Aber wir hatten doch noch so einen roten Knopf irgendwo. Wo war der denn nochmal? Ich wollte doch Knopf drücken. Auch wenn es vielleicht mein sicherer Untergang ist. Ich muss Knöpfe drücken. War denn? Ach ja, stimmt. Der war in diesem Theaterraum hier. Ich weiß, das könnte meinen Tod bedeuten. Aber es ist mir egal. Habt ihr ihre roten Haare? Wie die einfach leuchten. Ich will Theaterstück gucken. Okay. Was zur... Ich mag Animatronics nicht. Gut, kann sein, dass jetzt keine Mucke ist, weil, oh Gott, ich werde sterben. Ich werde einfach sterben. Bob, wehe, du bewegst dich. Spiel, ich warne dich. Na egal, wir gehen. Gehen einfach weg. Wie sieht's aus, Jimmy? Ein paar Elektrikprobleme, aber können gleich losgehen. Hauptsache, er hat seinen Stuhl. Sieht gut aus. Genau wie Gaslicht. Mit einer Halterung und Folie könnte ich einen Flackereffekt hinkriegen. Das reicht schon so. Bisschen was ist noch zu tun, wenn Kate da ist. Dauert aber nur ein paar Minuten. Das klingt gut. Danke fürs Loblied. Hey, danke für dein Loblied beim Essen. War nett, das zu hören. Wir sitzen alle im selben Boot. Manchmal vergessen wir das. Das stimmt. Was zur Hölle? Das war Ehren. Schnell!
Oh Gott, dammit. Hey, 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 Hilfe! Ich brauche Hilfe, ich kann nicht sehen! Ich... Oh nein, sie kriegt ihren Asthma... Hoffentlich hat sie ihr Asthma-Spray dabei. Holt mich hier raus! Holt mich hier raus! Ich kann nicht sehen! Die Tür klemmt! Brecht sie auf! Sie rührt sich nicht! Ja, lass mich. Oh oh. Nein, die Asthma! Erin? Alles okay, wir sind da. Bist du verletzt? Ich brauche meinen Inhalator. Ich brauche meinen Inhalator. Wir haben Asthmaanfall. Wie ist deine Zimmernummer? Ich! Schnell! Charlie, wo ist Ihr Zimmer? Nebenan, den langen Flur da runter. Erin, ich hole ihn. Versuch ganz langsam zu atmen. Wir sind hier, Erin. Bleib ganz ruhig, okay? Für die Atmung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, aus. Wir müssen diese Tür aufbrechen. Leute, ich krieg... Such etwas, um die Tür aufzubrechen. Mark und ich versuchen es weiter. Oh Mann. Wer ist da? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie kurz vorm Draufgehen ist. Nein, nicht Erin, nicht als erstes. Bleiben Sie weg von mir. Bleiben Sie weg von mir. Nein, nein, nee, nicht Erin, nicht in den ersten 5 Minuten. Den Inhalator. Okay, wir nehmen. Er scheint uns helfen zu wollen. Ich hab's gewusst. Nein, 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 nein. Hat er mir gerade einen Ohrring abgeschnitten? Ha! Ey, bring mich jetzt bitte nicht um. Nicht Erin, nicht so früh. Ja, nimm den Inhalator. Okay. Ganz ruhig. Ein. Und aus. Ja. Aber wir leben, wir leben. Wir haben es geschafft, wir leben. Hey. Ich glaube, hätten wir ihn angegriffen, hätte er uns auch angegriffen. Habt ihr ihn gesehen? Komm. Er war... Hier war jemand drin. Hier drin bei mir. Erin, das ist eine Puppe. Nein, es war keine Puppe. Er hat den Hut auf wie H.H. Holmes. Charles, du schindest sie zu Tode. Jetzt halluziniert sie schon Zeug aus der Show. Ich hab nichts. Es ist nichts passiert, Erin. Du bist okay. Da drin ist niemand. Beruhigen wir uns alle. Bringen wir Erin zum Ausruhen in ihr Zimmer. Ja. Fuck, ich bin nicht müde. Gehen wir. Komm, Erin. Ja. Gut, das ist auch nochmal gut gegangen gerade. Ich hätte gedacht, 100 pro, wenn wir ihn angegriffen hätten. Dann wäre sie draufgegangen. Ach, Kuratorchen. Ah. Hallo. Da sind sie ja. Ja, kommt selten vor, aber ich... Erin erweist sich als besonders mutig. Meinen Sie nicht? Naja, Inhalator, ne? Na, wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dumet? Keine Ahnung. Offenbar hat er die Insel verlassen. Ja. Noch vor dem Abendessen. Wie unhöflich. Das ist echt unhöflich. Charlie hat es geschafft, die Moral der Truppe zu heben. Gut so. Mhm. Denn es warten noch viele Herausforderungen. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Ich beobachte nur. Und das kann... sehr frustrierend sein. Na, er will uns helfen, aber er darf es ja nicht. Manchmal beneide ich sie. Wieso? Ich protokolliere nur. Sie aber greifen ein. Also? Ich glaube immer noch, er ist eigentlich der zurück, Mann. Bevor einer unserer Freunde eine schlechte Entscheidung trifft.
werden größtwahrscheinlich sowieso nicht alle überleben, ich kenne mich doch.